Herr Hipp, wie steht Ihre Firma zum Thema Blue Competence? Ja, als Mitglied im VDW und Mitinitiator dieser Initiative sind wir von der ersten Stunde an mit dabei. Und wir sehen das Ganze immer als Gesamtprozess. Also man muss den Gesamtprozess sehen und nicht nur das, was eine Maschine an Strom verbraucht, sondern wie viel Strom oder Energie wird benötigt, um die Maschine herzustellen, wie viele Bauteile werden wie gefertigt. Und hierzu setzen wir verschiedene Methoden ein. Wir haben ein Mineralgussbett. Dieses Mineralgussbett wird kalt geformt, somit wird Energie gespart. Oder wir haben eine Netzrückspeisemodule in unseren Maschinen verbaut. Das sind alles Maßnahmen, um Energieeffizienz an den Maschinen darzustellen, um zu zeigen, ja, um auch Energie einzusparen letztendlich. Was zeigen Sie dieses Jahr auf der METAF 2014? Ja, wir haben hier unser 5-Achs-Bearbeitungszentrum in MT-Version dabei, das heißt MT, Mill-Turn. Diese Maschine kann nicht nur fräsen, sondern auch drehen in einer Aufspannung und das Ganze 5-Achs simultan. Das ist sehr komplex in der Anwendung und sehr komplex letztendlich auch in der Bedienung. Und das wollen wir hier auf der METAF unseren Besuchern nahebringen. Was für Trends konnten Sie schon in dieser Branche und in Ihrer Branche wenigstens beobachten? Die Trends, also sicher ein Trend ist das, was wir hier zeigen, ist die Integration verschiedener Technologien in eine Bearbeitung, wie das Drehen und Fräsen. Es gibt verschiedene Technologien. Wir haben auch unser generatives Fertigungsverfahren, das wir seit 2 Jahren am Markt haben, mit hier vor Ort, um das aufzuzeigen den Kunden. Einfach, wo könnte die Reise hingehen? Natürlich sind wir nach wie vor der Meinung, dass wir unsere Maschinen an den Markt bringen wollen. Das ist das Hauptziel auf der METAF. Herr Hipp, erstmal vielen Dank für Ihre Zeit. Wir wünschen Ihnen noch viel Erfolg in den nächsten Tagen. Ja, danke. Wünsche ich Ihnen auch.